Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Mordor, Folge 8. So, eigentlich müssen wir jetzt nur noch die Häuptlinge töten. Aber vorher möchte ich noch ein paar Vorbereitungen machen. Deswegen mache ich jetzt so ein paar kleinere Missionen. Nehme so ein bisschen auf, wie ich durch die Gegend laufe etc. Einfach nur so ein bisschen Kontext zu haben. Aufgaben zu lösen, etc. Hey, hast du Band von. Habe ich mir jetzt einfach nur schwer gemacht. Welche Jungs? Weißt du, die schon tot sind? Na super, er kann blocken. Also theoretisch kann ich ihn einfach packen. Das ist nicht so mein Stil, ich kämpfe lieber. Was für ein Trick? Ich benutze noch nicht mal einen Trick. Welchen Trick meinst du? Das ja jetzt mal vorbeilassen. Ja, das. Der kommt wieder. Kurz auf der Map gucken. Ah, hier ist eine Schwertprüfung. Können wir da hin. Ein paar Fuß weg. Soll nicht so schlimm sein. Sammeln. So. Ein bisschen geschnetzelt. So. Ich überlege gerade, war das die Ghoul-Mission? Weil ich mir das jetzt nicht hier. Ich hoffe mal nicht, dass das die Ghoul-Mission war. Die war ziemlich anstrengend. Und ja, Ladezeiten dauern immer etwas, aber. Doch, es war die. Habe ich eigentlich schon den Geisterblitz? Geisterblitz, Geisterblitz, ich muss den eigentlich haben. Ja, gut. Also X und A gleichzeitig. Gut. Ich hätte das jetzt komplett vergessen. X und A, X und A. 10 gute gleichzeitig. Na, da muss ich mal gucken. Ja, knapp. Wo er recht hat. Hm.
eigentlich ist er nur Talion unter dem Schiff. Diese blöden Fernkämpfer. Stop! Ah ja, das war ja eine gute Matrone. Ah. Die muss man erstmal betäuben, dann kann man erst irgendwas mit ihr anfangen. Hallo Charakter, wäre schön, wenn du dann auch weißt. Pfeile in die reinhauen. Die Matronen sind das nervigste, was ich kenne. Diesen gesamten Spiel. Normale Ghule, kein Problem. Die Matronen, geh weg. Eigentlich muss man die betäuben. Und selbst das funktioniert nicht richtig, wie man gerade gesehen hat. Ja, oh, nicht so ernst. Wie schnell soll ich eigentlich den Knopf drücken? Boah. Ja gut, wir haben es verstanden. Gut. Okay, ich glaube, ich sollte vorher vielleicht ein bisschen... Diese Türme aus Silber. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben, bevor ich jetzt großartig irgendwas mache. Auf der Karte gucken, ob wir irgendwas Interessantes haben. Hier ist noch eine Burgenmission. Ein paar mehr Ethildeans. Hier ist noch so eine Mission. Hier ist noch so eine Mission. Hm. Eigentlich können wir diese Schwertmission versuchen. Obwohl. Da doch lieber hier die Dolchmission. Muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Dolchmission eine der schwereren war. Aber naja. Wir werden ziehen. Bin nicht zu schwer, weil ich habe keine Lust wieder auf dauerhaften Sterben wie ein Mass Effect. Immer so ein bisschen das Problem, man kann nicht wirklich nach oben. Das ist nicht ohne Probleme. Nicht gesehen.
würde man das doch gerne haben. Möglichkeit, wie ich mal erwischen könnte. Nee. Muss ich da wohl was fragen? Runter. Dass er nicht runtergeht, wie stur. Normalerweise wären die jetzt schon längst runtergegangen. Normal. Hoffentlich läuft es diesmal besser. Sicher, dass niemand in der Nähe es sehen könnte. In eure Heime und in eure Lieben gelassen. Und nun übertragt ihr mir die größte nur denkbare Ehre. Obwohl ich vom Schwarzen Tor komme, obwohl ich euch einst als Feind bekannt war, wende ich Gondor den Rücken zu. Ihr, Ausgestoßene, wie ihr genannt werdet, seid ein Volk voll Ehre, voll Stärke. Ich habe in eurem Stamm meine Liebe gefunden, aber ich habe auch die Liebe für euren Stamm entdeckt. Und ihr habt mich ein Leben gelehrt, nachdem ich mich gesehnt hatte, aber von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch etwas lehre. Ich werde euch mein gesamtes Kriegswissen beibringen. Die Orks bedrängen uns, aber wir werden die Stärke finden, sie zurückzudrängen. Und dieses Land wird uns gehören. Sein.
Sie. Muss ich zum Glück noch Schleichtötung ausführen. Geschafft. Modrige Foliant. Ist das Artillas oder Hidas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun, es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Ross. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirkon. Aha. Ich versprach Iomed, dass wir eines Tages nach Andor reisen würden, wenn die Aiel erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirkons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. Okay. Gucken, ob das funktioniert. Reitet den Cargo? So eine Mission ist das? Ach, super. Dann mal gucken, ob wir noch 5 Minuten kriegen. Jetzt finden wir super. Ich bin gerade nicht, soll alle töten. Weg. Guck mal, da sind jetzt 6. Naja, mein Kopf ist nicht, aber. Hey, mal kurz, wo wir da sind. Die brauche ich nämlich. Halt doch. Reite mein Vieh. Schnell, muss ich sagen. Obwohl es ja zumal so ein bisschen glitschig ist. Aber naja. Hopp.
weiter geht's. Dem letzten Auftrag hier wünsche ich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.